Daniel auf seinem Weg zur Arbeit. 30 Minuten Fahrzeit. Bis heute hat er keinen Tag gefehlt. Die erste Zeit hat er sogar die lange Strecke durchs Ammerland auf seinem Fahrrad gemeistert, bis sein Chef eine ganz ungeheure Idee hatte. Mach doch einfach einen Mofa-Führerschein. Und ich so, ja klar, warum nicht, ne? Und ne, wie Sie sehen, habe ich jetzt eine Maschine und so. Bei Wind und Wetter, bei Eis, Regen, alles. Für andere nichts Besonderes. Für Daniel eine neue Welt. Frühstückspause in der Möbeltischlerei Ahlers. Hier sitzt der Chef noch mit am Tisch. Da haben wir ihn dann rangesetzt. Bei der Fahrschule hat er sich damit angemeldet. Und dann hat er hier jede Frühstückspause und Mittagspause mit der App Fragebögen geübt. Und hat dann seine theoretische Prüfung mit 0 Fehlern gemacht. Und das war schon perfekt. So viel Vertrauen setzen sie in ihn. Daniel von Bloh ist seit 2 Jahren in dem Familienbetrieb in Edewecht. Dass er hier ist, hat er seinem Ehrgeiz und seiner Zuverlässigkeit zu verdanken. Die überzeugte in der langen Praktikumszeit, die er hier gemacht hat. Das Team wollte sicher sein, dass dieser Weg, einen Menschen mit Behinderung fest einzustellen, gelingt. Am Anfang war er eigentlich ziemlich ruhig, hat auch mal seine Momente gehabt, wo er auch mal neben sich gestanden hat, wo er dann nicht hundertprozentig wusste, was er wirklich machen sollte. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, ja, er weiß eher nicht, was er zuerst machen soll, weil er hat mittlerweile so viele Sachen, was er auch kann und was er gelernt hat in der Zeit. Ja, und von daher, dann braucht man ihn eigentlich in der Werkstatt und dann braucht der andere Kollege ihn auf der Baustelle mit und dann geht das schon mal los, ja, wer nimmt ihn jetzt mit und wer darf jetzt und wo darf er mit? Schon hier in der Dorfschule Mansi hatte Daniel einen ganz klaren Plan im Kopf. Eigene Wohnung und besser bezahlten Job. Seinen ehemaligen Lehrern und Betreuern ist der heute 26-Jährige richtig dankbar. Mansi war für Daniel ein toleranter Schul- und Schutzraum. Hier konnte er groß werden, mit allen Hochs und Tiefs, die eine Pubertät so mit sich bringt. Er hat schon früher bewiesen, dass er das Zeug dazu hat, sich auch draußen, außerhalb unserer geschützten Welt, sich gut zu bewegen. Und das wollen wir den Schülern mitgeben. Ganz viel Selbstbestärkung, ganz viel Eigenverantwortung, dass sie einfach ein Leben, auch ein selbstständiges Leben leben können. Auch in der Dorfschule Mansi haben sich die Zeiten geändert. Programme wie Vielfalt leben und das neue Budget für Arbeit machen es möglich. Früher hieß es, mach doch mal. Und die haben gesagt, warum denn? Hat der eh keinen Sinn. Jetzt können wir aber sagen, mach doch, weil du hast die Möglichkeit, über das Arbeitsamt mit einem Berufsbildungszentrum in die und die Maßnahme und über diese Maßnahme auf den Arbeitsplatz zu kommen. Und das ist eine Motivation, die zieht wirklich bei den Schülern. Der Weg auf den Arbeitsmarkt will vorbereitet und geebnet sein. Zum Beispiel hier im BBV Ammerland. Viele von denen, die jetzt hier den Schritt vom Schüler zum Erwachsenen durchleben, träumen von dem, was Daniel als erster von ihnen allen geschafft hat. Einer geförderten, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt mit Rückkehrrecht, falls doch was schief geht. Also ich würde auch denken, dass ich das auch schaffen würde, also dass ich dann auch halt im Tischlerbereich reinkommen werde, weil ich mache auch viel mit Maschinen, das sieht man ja auch, würde mir auch richtig Spaß machen hier. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Man hat sein Leben selbst in den Griff und kann sich dann auch freuen, wenn man dann auch von der Arbeit nach Hause kommen kann und am Ende des Monats dann halt sein Geld auf dem Konto hat und dann sagen kann, das Geld habe ich mir verdient. Als Daniel hier war, hat er gar nicht mit Holz gearbeitet, sondern viel lieber mit Metall. Hier habe ich ja gebohrt, gesägt und auch geschweißt, besonders geschweißt. Aber sonst nie im Holz oder so, weil das wollte ich nicht. Ich wollte lieber Metall machen, weil ich mir dachte, echte Männer machen Metall. Ja, hätte ich mich doch lieber für Holz entschieden, weil jetzt bin ich in der Holztischerei und seitdem bereue ich es zum Teil auch. Eine echte Kehrtwende, schmunzelt der Tischlermeister. Doch was zählt, ist das Ergebnis. Daniel, so Heinz Madecken, hat alles richtig gemacht. Ein Weg, der andere inspiriert.
heute kommen. Und das begann eben auch mit dem Daniel. Heute bereiten wir Menschen mit Unterstützungsbedarf vor auf Arbeitsmarkt, Vielfalt leben, Werkstatt. Das wissen wir zu Beginn erst einmal nicht. Wir konzentrieren uns darauf, was möchte jemand, wie können wir ihn unterstützen und wohin kann die berufliche Reise gehen. Und das ist wirklich mittlerweile völlig unterschiedlich. Aber auch Daniel war in der Werkstatt in Westerscheebs und er war gerne hier. Das vertraute Umfeld, liebe Leute, wissen, wie es läuft. Er brauchte, wie fast alle, diese Zeit, um richtig erwachsen zu werden. Aber nach 4 Jahren im Lager war für ihn Schluss. Und da habe ich gedacht, ja, ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich bewirb mich und komme hier endlich mal raus. In diesem Büro hat er angeklopft und seine Bewerbung abgegeben. Moin. Beim GPS-Team Vielfalt leben. Hier werden die Wege in die Arbeitswelt gebahnt und begleitet. Alles gut? Er ist ja nun auch ein ganz witziger junger Mann, der das so ja, mit sich ausmacht. Das kann auch nicht jeder oder jeder geht ja anders damit um. Für ihn war das so selbstverständlich vom ersten Tag an. Ich schaffe das, ich will das und ich zeige euch das. Ich bin froh, in dieser Abteilung zu sein. Das macht Spaß. Mit den Kollegen macht es Spaß und mit diesen tollen Beschäftigten ist das eine tolle Arbeit. Besser kann es nicht sein. Daniel war der Erste aus der Werkstatt in Scheebs, der es tatsächlich für das Budget für Arbeit in die Tischlerei geschafft hat. Seine Lohnkosten werden zu 75% bezuschusst. Und er hat jederzeit die Möglichkeit, in die Werkstatt zurückzukommen. Jede Woche kommt sein Arbeitsbegleiter Björn vor Ort vorbei. Man sieht einfach, wie er vorankommt, wie es sich weiterentwickelt, welche Schritte er macht. Von der Unsicherheit zur Selbstständigkeit und wie er integriert ist. Und das zu sehen jede Woche ist sehr, sehr schön. Auch für Bernd Ahlers hat sich seit Daniel zu seinem Team gehört viel verändert. Um seinen Arbeitsplatz auch für die Zukunft abzusichern, hat der Integrationsfachdienst, der immer für die Betriebe da ist, die Anschaffung dieser hochmodernen CNC-Fräse gefördert. Ein Quantensprung für die kleine Tischlerei. Durch diese neueste Technik sind wir auch wieder wettbewerbsfähiger geworden, weil heutzutage ist eben halt, bedingt durch diesen Fachkräftemangel, muss man irgendwelche Wege gehen, um produktiv zu bleiben, um am Markt bestehen zu können. Bei den Schubkästen kennt sich Daniel richtig gut aus. Auf die Frage, ob er glücklich ist, sagt er, irgendwas ist ja immer. Ich nehme es ja so, wie es ist, Punkt aus Ende. Ich bin jetzt hier, nicht mehr in Scheebs. Was willst du mehr? Klingt bescheiden, ist aber bei Daniels Werdegang ein ganz besonderes Glück. Mittlerweile gibt es schon 2 Nachfolger, die auch für das Budget für Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt gelandet sind. Ihnen allen ist zu wünschen, dass Sie auf Ihrem beruflichen Weg auf so einen engagierten Arbeitgeber wie Bernd Ahlers und seine Frau treffen. Denn Daniel ist hier längst mehr als nur ein Mitarbeiter. Tatsächlich ein Gewinn für alle. Neue Wege auf dem Arbeitsmarkt. Vielleicht sind Sie schon bald der Anfang einer neuen Erfolgsgeschichte. Dank Budget für Arbeit und Vielfalt leben. Wagen Sie es. Es lohnt sich bestimmt.